Weiter geht es mit einer neuen blutigen Folge Dying Light. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die blutigen Menschen, die das letzte blutige Video mit einer super blutigen Bewertung unterstützt haben. Und ich habe aufgeräumt. Katana Man, er schlägt mal wieder zu. Ich bin hier unten, wir müssen Michael finden. Und hier liegen ganz viele Zombies rum und ganz viele Innereien und... Alter, was war denn das eben gerade? Ich habe eben irgendwie so ein halbes Auge gesehen. Ganz viel Klump. Ganz super viel Klump. Okay, ich glaube, ich muss hier durch. Ich würde sagen, hier bin ich richtig. Die Zombies bleiben tot, oder? Ey, du! Okay, der bleibt tot. Ich dachte schon. Wäre voll ekelhaft, wenn die jetzt hier so mich von hinten befingern würden. Oh, hier drüben ist eine Fackel. Und es gibt eine kleine Batterie. Zum Naschen. Irgendwie finde ich in letzter Zeit voll wenig von diesen Elektro-Dingern. What the fuck? Au! Ey, da nimmst du ja richtig Damage, wenn du hier runterjumpst. Ach, nö. Ja, genau, genau. Explodier genau da. Ey, die leben noch. Weißt du, mich tötet so eine Explosion. Die Zombies haben nicht mal einen Kratzer. Im Gegenteil, denen geht's noch besser als zuvor. So, zwei auf einmal. Katana Man. Katana Man. Er macht so viel Damage. Moment. Wie viel Damage machst du jetzt mittlerweile? Ja, 1600 fast. Schon ziemlich... ziemlich geil. Besonders, weil halt ein Katana... Ach du Scheiße. Weil ein Katana halt auch relativ schnell ist. Ach du Scheiße. Soll das eine Anspielung auf The Last of Us sein? Mann, The Last of Us. So ein geiles Spiel. Hätte ich auch voll mega fett Bock drauf. Boom. Eines der besten Games ever. The Last of Us. Wisst ihr, auf was ich auch voll Bock hätte? Red Dead Redemption nochmal. Red Dead Redemption auf meiner Xbox One. Hochskaliert. Hätte ich mega Bock drauf. Oh Scheiße, nein. Noch nicht jetzt. Oh nein, genau jetzt bin ich auf dem Trip. Oh! Endlich habe ich mal wieder hier sowas gefunden. Mann, ich dachte, du wärst ein Beißer. Warum musst du dich auch so anschleichen? Sorry. Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Yo, Bruder, was ist los? Ich wollte dich nicht erschrecken. Bist du Michael? Okay, kein Problem. Troy hat dich angekündigt. Ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat. Mein Ruf wäre für immer ruiniert. Verknallt, hä? Ist das verwunderlich? Hast du sie gesehen? Was glaubst du, warum ich das hier mache? Was? Du riskierst dein Leben in einer Horde mutierter Kannibalen, um einer Frau zu imponieren? Vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb. Troy hätte mich nicht mal wahrgenommen. Also nutze ich jetzt jede Gelegenheit. Na gut. Also, sag mir, was ich tun muss. Ja, ich habe versucht, den Plan durchzuziehen, kam aber nicht weiter als bis zum 9. Stock. Überlass das mir. Du musst diese Sprengsätze nehmen, die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen. Und das ergibt dann ein Muster. Eins, das nicht nach Zufall aussieht? Wenn es Ihnen gelingt, das zum Zufall zu erklären, dann bin ich echt beeindruckt. Wenn du bereit bist, du musst zuerst in den 10. Stock. Er macht das alles für ein Mädchen? Heftiger Typ. Ich meine, Troy... Ja gut, ich wette, früher war sie mal mega hübsch. Die ist ja zur Hälfte verbrannt und ich glaube, sie hat auch keine Haare, ne? Oder wenn halt sehr, sehr kurz geschnitten. Klar, natürlich, die inneren Werte zählen. Nur die inneren Werte. Oh, die sind hier am Schmatzen. Naja, wir müssen ja eh zuerst in den 10. Deswegen alles gut, alles gut. Okay, warte mal. Hier kann ich einen Aufzug nehmen. Hier ist noch irgendwas drin. Zucker. Wichtig.
ein wenig Müll. Ich muss mal wieder ein bisschen gründlicher spielen, weil mir sonst die Materialien ausgehen. Und hier findet man immer wieder Batterien. Gut. Okay, funktioniert der? Der 10. Stock, bitte. Der funktioniert niemals. Niemals. Irgendwas geht schief. Es geht immer irgendwas schief. Wart mal ganz kurz. Ich brauche Medikits noch. Ich habe zwar noch welche, aber die werden jetzt ganz, ganz schnell verbraucht. Medikit, Medikit. Medikit, Medikit, Medikit. So. Was zur... Verdammt. Scheint der Schacht ist blockiert. Oh fuck, lebt er noch? Nein, der ist draufgegangen. Oh, oh, Scheiße. Verdammt. Was ist los? Alles okay? Ja, ja, noch. Oh fuck, Crane. In dem Zustand hier rumklettern? No way. Alter, kann da wirklich klettern in dem Zustand? Respekt. Du bist echt ein harter Motherfucker. Warte mal. Okay, geh mal hier ran. Nein, nein, oh Gott, Crane, bitte nicht. Okay, das war gut. Das war gut. Das war auch so geplant. Ihr habt's gesehen. Ist eben gerade eine Tür aufgegangen. Crane wieder nur am Stöhnen, der Junge. Ein bisschen die Hosen voll. Auf jeden Fall, ich brauche Halber. Halber. Um mich zu stärken. Ich dachte, ich soll nur in den 10. Jetzt Michael, bin ich am 11. Ich bin im 10. Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Hä, warte mal. Stand hier nicht eben gerade, als ich rausgegangen bin? 10. Ach nee, 9. Okay, ich hab mich verguckt. Gut, mein Fehler. Hatte gedacht, hier würde 10. stehen. Und hier sind Zombies, oder? Die sind fröhlich hier am Schmatzen. Erstmal einen wunderschönen Dropkick in deine Fresse. Oh oh, oh oh. Wow! Don't fuck with Katana Man. Denn mit Katana Man kannst du dich nicht anlegen. Yippie, yippie, yay! Warte mal, hier drüben ist noch Loot, den will ich haben. Oh, oh Gott! Das ist ihr Loot! Oh fuck! Das ist ihr verdammtes Loot. Hä? Wo ist der? Irgendwo hier dance noch ein Zombie rum. Haran, was für eine Drecksgegend. Überall nur Diebe. Oder wieso sollte man Dietrich hier zu Hause rumliegen haben? Alter! Der arme Hund! Boah, diese kranken Schweine, oder? Ih! Aber das war kein Zombie. Schaut mal, das ist ein sauberer Schnitt hier. Das ist ein sauberer Schnitt. Würden Zombies Hunde fressen? Ich habe keine Ahnung. In Filmen ist es ja ab und zu so, dass Tiere komplett verschont werden. In The Walking Dead ist es nicht genauso, dass die Zombies Tiere gar nicht angreifen, im Grunde komplett ignorieren.
Wow! Ey, komm schon, ich hab geschlagen. Boom! Netter Kill. Ha! Idiot! Zack! Alter, ich brauche einen zweiten Teil! Einfach so ein geiles Spiel, oder? Splatter. Geht immer. Geht einfach immer. Ich liebe dieses Spiel. Eine Dose. Und ein Dude, den ich gerne zerhackstückeln würde. Okay, das ist doch Wohnung 105 hier. Warte mal, was ist das da? Mhm. Aber wo muss der Sprengsatz hin? Ach, hier, ne? Beim Herd immer. Okay, fertig mit der ersten Wohnung. Gute Arbeit. Weiter zur nächsten. Oh, oh. Wow. Alter, hast du trotzdem noch hier noch ein bisschen Damage reinhauen. Schmatz durch, weiter, Jungs. Und bam. Noch jemand am Leben? Oder habe ich alle erwischt? ...104... ...106 ist hier drüben, 105. Diese verdammten Zombies, wie sie überall rauskriechen! Ich hasse diese Mistviecher. Küchenmesser. Qualitätsküchenmesser. So, Bombe ist drauf. Alles klar, fertig mit der zweiten. Mann, du hast das besser drauf als ich. Als nächstes... Oh, scheiße. Was ist los? Michael! Ich hab Besuch bekommen. Haut ab, ihr Mistkerle! Michael, raus da! Bring dich in Sicherheit! Nein, ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier, bis das erledigt ist. Oh, Michael, du dummer, dummer Junge. Alter, das haut so fies rein. Toter Hund. Hier so rum, hier so durch. Dann hier so. Und nun können wir hier durch. Yes! Endlich wieder hier so ein elektronisches Bauteil. Das ist der Shit, den wir brauchen. Alter, was geht denn hier für eine Show ab? What the fuck? What the fuck? Oh, Scheiße! Oh, knappes Ding, wie ich diese Typen hasse. Und tschüss, Kumpel. Alter, was da hinten schon wieder explodiert? Nur Explosion. Nur verdammte Explosion. Boah, war das ein epischer Kill. Leute, der war gut, oder? Der war richtig gut. Was war das? Er hat noch gefurzt. Ist immer so ein Pups, den die Zombies noch lassen. Ist wie, wenn man stirbt, dass man sich ein letztes Mal noch einscheißt. Okay, okay. Easy, easy. Easy Nummer 128. Easy. Bitte ganz, ganz ruhig bleiben. Ich sag ja, easy. Alle bleiben jetzt cool. Boah, wie die hier durchdrehen. Ein irres Beil. Warte mal, hä? Aber gibt es hier irgendwo einen Weg? Ich muss auf eine andere Etage hoch. Geht irgendeins von denen hier auf? Warte mal, der Aufzug hier, funktioniert der?
Okay, hier drüben ist ja alles verrammelt und wir müssen in die 13. Ah! Das hier ist ein Weg. So. Bleib lieber in deinem Loch. Oh, scheiße, nein! Hört ihr das? Wisst ihr, was das ist? Richtig, ein verficktes Baby. Oh, bitte nein. Bitte nein, 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 nein. So widerlich. Mist, was ist das? Etwas ganz, ganz Widerliches, Kinder. Der schlimmste Scheiß auf der Welt. Oh mein Gott, sind hier viele Leichen. Was war das hier für ein Massaker? Boah, habe ich ihn eben gerade geschlachtet. Oh, hier drüben kommt ja noch jemand. Muss das Kind töten. Muss unbedingt das Kind töten. Und woher kommst du, Alter? Du bist ja komplett deplatziert. Also dich will niemand hier. Da hinten ist ja noch so ein Spooky. Warum ist die umgefallen? So, habe ich jetzt Ruhe? Hä, woher kommen die denn? Die können ja nicht hier einfach so aus dem Nichts. Na! Gott! Mehr noch. Alter, sind die widerlich, oder? Ist echt widerlich, die Kinder. Die reißen ja auch so ganz abartig den Mund auf. Naja. So, hierhin. Irgendjemand hier ist richtig angepisst und will mich auf jeden Fall wegsnacken. Aber ich gönne mir erstmal hier einen Baklava. Baklava! Bin ich voll. Kann man hier rein? Nee. So, wen haben wir hier drin? Ich hoffe doch niemanden. Die Wohnung wird renoviert. Nur der Herd ist da. Okay, alles erledigt. Wunderbar. Und ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Ich komme, ich komme, ich komme. Hey, du widerlicher Gott im Himmel! Michael? Wenn ich ins Gras beißen sollte, musst du weg mit dir! Den Sprengzünder nehmen, raus aus dem Gebäude und es in die Luft, ja! Red nicht so einen Blödsinn, Michael. Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort. Lass den Sprengzünder. Michael! Michael! Shit! Werde ich sterben? Nein, ich lebe noch. Oh oh. Okay, okay. Gut. Alles gut. Professional. Absolut. Professional. Warte mal, ich muss... Doch, ich muss hier rein den Aufzug verwenden, oder? Der geht noch. Ja. Mal ein bisschen Michael Myers. Oh, fuck. Mist. Mist. Alter, die Musik ist gut. Die Musik ist richtig gut. Kurva. Kurva. So. Easy going. Putz.
Alter, wie cool. Finger weg. Katana. Katana Strike. Irgendwas Brauchbares hier? Anscheinend nein. Anscheinend gibt es hier nichts von Wert. Oh, Michael. Ist das Michael? Liegt hier ein bisschen Michael rum? Alright, das nehme ich mit. Was ist da drin? Kippen und Kaffee. Das Frühstück der Champions. Oh Gott, ich bin tot. Alter, ich hab's überlebt. Na, wow, nice. Ich hoffe, du bist okay, Mann. Warte, wenn ich schon hier bin... Mal ganz kurz die Räumlichkeiten checken. Hier waren wir drin. Hier wäre ich beinahe gestorben. Der hat noch ein bisschen Moll in der Hose. Gut. Dann ziehen wir mal ab. Aber hier ist Wasser. Ich muss nach oben, oder? Hä, warte, wo muss ich hin? Ach, hier kann man durch. Ich habe die Tür gar nicht gesehen. Oh oh, noch ein großer Junge, der irgendwie Licht gar nicht mag. Die mögen irgendwie gar kein Licht, die Jungs. Oder die wollen nicht, dass man ihnen ins Gesicht schaut, was ich absolut nachvollziehen könnte. Könnte ich verstehen. Ich meine, bei so einer Fresse, oder? Willst du haben, dass man da reinschaut? Ich nicht. Und hier drüben. Noch eine Batterie zum Mitnehmen. Alter, das sieht irgendwie geil aus, oder? Der Nebel? Hammer. Oh, endlich hier raus. Und Michael? Ich habe den Sprengzünder gefunden. Schauen wir mal, was das alles gibt. Hoffentlich reicht das. Konntest du Jade erreichen? Crane! Jade, bist du das? Crane, ich habe gehört, was du getan hast. Ich kann es sehen. Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? Diese dreckigen Bastarde! Eigentlich konnte man das so easy kontern. Ich muss den GRE kontaktieren. Sie müssen das Ministerium davon abhalten, Haran zu bombardieren. Ich weiß, aber ich habe mein Spezialfunkgerät verloren. Hey, Savi hat einen Weg gefunden, das Störsignal zu durchbrechen. Aber er braucht dazu eure Hilfe. Geht klar. Jade, hast du gehört? Wir sollten uns treffen. Okay. Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragdkanal und sehen dann weiter. Und Crane? Pass gut auf. Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums. Ich bin schon eine ganze Weile hier. Ich weiß, wie man mit diesen Zombies umgeht. Was kannst du mir glauben, Kleines? Ich mach das nicht zum ersten Mal. Okay, dann
treffen wir uns direkt mit ihr, oder? Och nö, die Nacht bricht rein. Warum denn? Was stand da eben gerade? Ach so, Workshop. Oh komm, echt? Warum hält er sich denn ab und zu nicht fest? Weil du mir hier Probleme machst. Dieses hysterische, alte, gestörte Weib. Ihr auch noch? Echt jetzt? Don't touch me. Ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Ihr bringt euch ja sogar schon selber um. Fuck. Warum drehen die jetzt durch? Oh mein Gott. Mein Katana geht kaputt. Es ist kaputt. Oh fuck, wo bin ich hier? Verwirrung. Rutsch doch. Rutsch doch einfach. Oh mein Gott. Springen. Was ist denn los, Crane? Fuck off. Oh scheiße, jetzt kommen die großen Jungs. Alter. Ich hab keinen Wurfhaken mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Crane sprintet nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade läuft, aber es eskaliert. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Geh zur Falle, Alter. Holy shit, einmal nachts hier durchrennen mit der Bande. Ist ja ein purer Albtraum. What the? Boah, was macht sie denn? Und die da. Oh Gott, noch einer von denen. Oh shit. Oh Gott, hinter mir ist noch einer, oder? Alter! Die zerlegen mich. Ich bin irgendwo da, wo ich hin muss. Autobombe! Geht zur Bombe, geht zur Bombe, geht zur Bombe, geht zur Bombe. Heilung. Einmal hier hin. Und da drüben rein! Crane! Fuck! Was für ein Trip, Alter! Was für ein Trip! Oh Gott! Jade! Jade! Troy, ich bin's, Crane. Raisa Jade. Und hält sie in irgendeinem Museum gefangen. Weißt du, wo das sein könnte? Was? Museum? Ja. Rais nutzt es als Hauptquartier. Crane, du kannst dort nicht hin. Du würdest in eine riesige Falle laufen. Nein, nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Du wirst sie brauchen. Ich hab die besten, Baby. Ich hab die besten. Und ich hab einen Burger. Einen Instant-Burger, Baby. Oh Mann, ich muss unbedingt pennen gehen. Das da draußen ist ein Massaker. Also, ich bin gelevelt. Wir schauen mal rein. Und zwar hier, Legendenstufe. Da mache ich mir Schaden, da mache ich mir Wurfwaffen, da habe ich mir Ausdauer, Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Schusswaffen, Bogen, Heilungseffizienz, Heilung, Gesundheit, Ausdauer. Ich nehme mir. 4% mehr Schaden. Sieht man das dann direkt auch auf die Waffe? Leider nein, oder? Nee. Leider nix. Ist aber eine Einhandwaffe. Wir könnten die hier mal ganz schön ein bisschen pimpen.
Ich hau einen Attentäter rein. Ein Gladiator. Und ein Zerstörer. Nur billiges Zeug, weil die ist jetzt auch nicht so krass, die Waffe. Jetzt macht sie schon mal beinahe 1000. Und wir machen mal Bastard drauf. Jo, 1200. Kann man machen. Katana ist natürlich deutlich fetter, aber kann man machen. Alles klar, hier durch die Gegend rennen ist absolut tödlich. Ich bräuchte ein paar Materialien allgemein, auch mal wieder so Batterien und so ein Scheiß. Nicht Batterien, sondern Elektroteile. Die sind immer ultra porno, mega wichtig. Gib mir einen König. Daddy braucht einen König. Echt jetzt? Das Ding ist mittel. What? Das Ding ist mittel. Wo soll denn der Punkt sein? Ganz da unten. Und das ist immer wieder dasselbe drin, ne? So eine Eisenspitzhacke. Moment, nein, da will ich nicht hin. Ich will eigentlich pennen gehen. Habe ich hier kein Bett? Gescheint habe ich hier gar kein Bett, weil es nicht so eine richtige Station ist. Sondern irgend so ein Zwischendingens-Ding. Oh, Michael. Michael treibt sich ja also irgendwo rum. Bams. Achtung, hier geht's tief runter. Hier geht's ultra tief runter. Noch ein bisschen rumklettern, gibt alles Punkte. Was haben wir hier drin? Yo. Batteries und Abflug. Warte, hier ist ein Händler. Kumpel, hier drüben. Yo. Kumpel, ich schau mal rein. Die ganzen grauen Sachen kannst du haben. Und sonst habe ich gar nichts. Ich habe irgendwie kaum Zeug. 1288, brutal, oder? Aber es wird besser später. Die dunkle Machete. Hier oben sind irgendwie gar keine Jäger unterwegs. Ist eigentlich ziemlich ruhig hier oben, ne? Und trotz allem kann man hier relativ anständig skillen. Nein! Oh, ich dachte, ich krieg's noch hin. Der Wurfhaken geht normal. So viel zum Thema Skillen. Oh, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.